Herr Ministerpräsident, Sie wollen also die Welt erneuern, den Hunger, Krankheiten und die Armut ausmerzen. Halten Sie sich etwa für Gott? Nein, natürlich nicht. Aber es geht so nicht weiter. Wir brauchen Wachstum, Fortschritt, Arbeitsplätze und dadurch schaffen wir Wohlstand für alle. Wie für alle? Für uns oder für alle weltweit? Auch durch Waffenexporte? Industriestaaten exportieren Kriegsmaterial in die unterentwickelten Länder der Dritten Welt und verdienen damit Milliarden, die diesen Ländern zum Aufbau fehlen. Gleichzeitig wird Krieg, Zerstörung, Hunger und Mord in die Welt transportiert und Terrorismus importiert. Das nennen Sie Wohlstand für alle? Waffen sind nötig für unsere Sicherheit und erhalten gleichzeitig Arbeitsplätze. Wir bezahlen unsere Steuern pünktlich. Wir müssen das realistisch sehen. Um arme Länder zu unterstützen, muss unsere Wirtschaft florieren. Durch Freihandelsverträge schützen wir Investoren, Konzerne und unsere Wirtschaft. Obendrein sichern wir dadurch Arbeitsplätze und unseren Wohlstand. Leider partizipieren nicht alle Menschen von unserem Engagement in der dritten Welt. Kollateralschäden bedauern wir sehr, sind aber nicht auszuschließen. Waffen sind an sich nicht schlecht, doch am Abzug sitzt der Mensch. Und trifft es die, frei von Schuld, frei von Schuld. Wie sollen wir dies ertragen? Es soll nie vergessen sein.